Hallo, servus bei Zuhause unterwegs, Heimat neu entdecken. Ich bin heute wieder mal auf einer kleinen Wanderung im Bayerischen Wald und es geht heute auf den großen und den kleinen Ossa. Für den Aufstieg habe ich mich jetzt dazu entschlossen, über den sogenannten Südgrat hochzugehen. Der Südgrat ist eine sehr alpine Wanderung, ein sehr steiler Aufstieg. Wie das genau ausschaut, das seht ihr aber, wenn ihr dabei bleibt. Also, kommt einfach mit mir. Ausgangspunkt der heutigen Wanderung ist der Wanderparkplatz auf der sogenannten Scheibe. Der Wanderparkplatz liegt schon relativ hoch. Daher halten sich die Anstiege einigermaßen in Grenzen. Dieser Südgrat war mal ein ausgewiesener Wanderweg, wird aber seit vielen Jahren nicht mehr gepflegt, nicht mehr unterhalten. Ein paar einzelne blaue Punkte deuten noch von der einstigen Markierung. Die zu finden ist das Schwierigste von der ganzen Tour, wobei die Tour selber auch recht anspruchsvoll ist. Vermutlich ist es die anspruchsvollste Tour überhaupt auf einem Gipfel im Bayerischen Wald. Ja, ich bin jetzt schon ein schönes Stückchen unterwegs. Wie man mein Atem hört, es geht momentan steil bergauf. Am Anfang ist es ein bisschen bergab gegangen. War natürlich einfacher zum Gehen. Allerdings war der Weg stark überspült. Die letzten Tage hat es viel geregnet. Dadurch läuft auch überall Wasser auf jeden Weg. Mittlerweile war, wie gesagt, am Aufstieg Richtung Kleiner Ossa. Hinter mir sieht man auch schon die markante Felsnadel, diesen Felsgipfel. Da geht's rauf. Wo genau der Weg jetzt weggeht, müssen wir jetzt erstmal schauen. Laut Wetterbericht soll es eigentlich heute leicht bewölkt sein. Momentan haben wir komplett bedeckten Himmel und selbst der Gipfelaufbau hinter mir verschwindet momentan in den Wolken. Jetzt gerade sieht man richtig schön, dass der Pfad da hoch über den Südgrat nicht allzu oft gegangen wird. Er ist komplett verwachsen, aber ja, meine Spurensuche macht Spaß. Und wir werden den Weg schon finden da hoch. Ja, der Wald wird lichter, die Felsen werden mehr und es gibt erste Ausblicke, Aussichtspunkte ins Tal. Ja, schon langsam wird es interessant und schön und noch steiler. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Hinter mir ist eine von den alten blauen Markierungen. Und in die Richtung, da geht es jetzt weiter. Thank you.
Ja, der Oster Südgrat ist ein Traum. Felsen über Felsen. Man muss Tent hernehmen, damit man überhaupt hochkommt. Eine richtige kleine Kletterei. Hinter mir sieht man jetzt dann auch schon einen Gipfel. Weit ist es nicht mehr, aber ich glaube, das kann sich noch ein bisschen ziehen, weil die Felsen werden immer steiler. Aber es macht tierisch Spaß da hoch. Ja, ich hab's geschafft. Der kleine Osser ist erreicht. Der Südgrat ist bezwungen. Ich bin oben am Gipfelkreuz. Und ich gehe jetzt noch ganz hoch, direkt bis zum Kreuz. Und zeige euch von oben noch den traumhaften Rundumblick, den man vor diesem schönen Berggipfel aus hat. Da hinter mir sieht man jetzt auch schon das nächste Ziel, den großen Osser mit dem Osser-Schutzhaus. Das ist eine Gaststätte. Ja, da schauen wir natürlich auch noch hin. Vielleicht gibt es was Gutes zum Trinken da hinten.
Ich habe jetzt auch den großen Osse erreicht. Der höchste Punkt auf der heutigen Wanderung. Auch von da herum wieder ein traumhaft schöner Blick. Rüber zum kleinen Osser und auch zum Aber in Tschechische Republik rein. Einfach in jede Richtung traumhafter Rundumblick. Ich zeige euch einfach wieder mal. Das da drüben ist jetzt der kleine Osser, wo wir vorher drauf waren. Der Blick schwenkt übers Tal bis rüber auf die Bergkette mit der berühmten Wanderung 12.000er bzw. 8.000er Tour. Und jetzt sieht man hinten den großen Aber, den höchsten Berg des Bayerischen Waldes. Ja, die Radlermaß, die hat jetzt richtig gut da, bevor sie jetzt zum Abstieg geht, Richtung Parkplatz. Wir nehmen da runter zu den Weg über die Osserwiese und vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was zum Sehen. Ja, das war's jetzt von meiner heutigen Tour auf dem großen und kleinen Osser via Osser Südgrat mit Rückweg über die Osser Wiese. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig taugt da hoch. Dieser Anstieg über diesen sogenannten Südgrat, eine schöne Kraxlerei, macht unheimlich Spaß da hoch. Der Ausblick oben ist auch sehr schön in jede Richtung. Ja, und dass da oben natürlich auch noch Gaststätten gibt, das macht das Ganze dann nochmal ein bisschen angenehmer, entlohnt dann zusätzlich nochmal zum Ausblick. Ich kann die Tour an jeden nur empfehlen. Schaut einmal, ob ihr den Weg findet. Er ist nicht einfach zu finden, aber es rentiert sich auf jeden Fall. Ich sage danke fürs Dabeisein, danke, dass ihr mitgekommen habt und Servus, bis zum nächsten Mal.